Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Schild, aber heute nicht mit dem Let's Play hier. Und jetzt wisst ihr so, wie weit ich gekommen bin, also ohne euch. Jetzt wisst ihr, wo ich stehen geblieben bin. Ich hätte nämlich die letzten Tage ganz schön viel gesuchtet, Pokémon Schild, und jetzt seht ihr ja, wo ich weitergekommen bin. Aber ich möchte ja euch zeigen, nein, wir werden auf jeden Fall jetzt mit dem Let's Play weitermachen, aber nicht mit diesem Kram hier, egal. Seid meine Freunde. Jetzt geht's nämlich mit unserem ganz normalen Let's Play weiter. Ich bin sehr gespannt heute, genau. Sehr gut, muss es sein. Jetzt wird's nice. Geiler Scheiß. Ich bin doch richtig, oder bin ich gerade falsch? Nee, ich bin richtig, meine Freunde. Heute geht's weiter. Und das ist unser. Da sind wir beim letzten Mal stehen geblieben. Also beim letzten Mal hatten wir auch einen ganz coolen Part gehabt, aber heute bin ich noch frischer drauf. Also jetzt gibt's noch ein bisschen mehr. Jetzt gibt es noch ein bisschen mehr besseres Gameplay und ich versuche es auch gut zu kommentieren. Also willkommen erstmal zum neuen Part. Ich bin sehr gespannt heute, wie es einfach heute so weitergeht bei Pokémon Schild. Und ja, wir sind gar nicht mal so weit gekommen. Ich spiele ja auch selber auch alleine ohne euch. Deswegen, ich komme gar nicht mehr voran hier in die Let's Play. Aber ich versuche ja mein Bestes zu geben, dass wir auch einfach zum Zocken spielen. Und jetzt habe ich einfach gute Laune, meine Freunde. Oh Gott, hier ist auch ein Relaxo drin. Oh mein Gott, Hilfe, ey. Wir könnten ja einfach ein Relaxo reinbauen. Ich habe, glaube ich, ein bisschen Angst. Ich glaube, ich möchte. Ich möchte das Relaxer auch nicht anfassen oder das irgendwie berühren, weil da habe ich ein bisschen Angst vor, kann man sagen. 50 Watt, okay, gut, das freut mich sehr. Sehr gut. Oh, das ist so ein. Das ist ein ganz schön grassiges Vieh, habe ich das Gefühl, oder da hinten. Ja, guck euch mal hinten das an, das Vieh da. Ach du Scheiße, ey, das ist voll groß, das ist voll groß und riesig, ey. Ich gehe da jetzt mal weg von ihm, weil er mich. Das einfach angreifen wird, auch was kommen wir nicht in die Quere, ich habe ein bisschen Angst vor. Was ist eigentlich für ein Pokémon hier? Das ist. Ach, das ist das Schaf! Geil! Ach, ist das. Ist das die Nachwirkung. Ist das die Nachwirkung von diesen. Ihr wisst schon, ist das die Nachwirkung von diesen Wolli? Genau, ich glaube schon, meine Freunde. Das ist der Zwedok. Das ist safe die Nachentwicklung. Das ist safe die Nachentwicklung. Ich kenne mich damit gar nicht aus, weil ich. Hab halt ihn noch gar nicht gesehen. In meinem privaten. Ja, ihr wisst schon, meine Freunde. Datei-Dingsbums. Ich habe ihn noch nicht so richtig gesehen hier. Egal, wir könnten ja mal mit, weiß ich nicht, mit irgendeinem Kram. Können wir ihn ja mal versuchen zu besiegen oder zu treffen. Hier bin ich schon, zack. Guck mal einer an, meine Freunde. Guck mal, wie cool ich das einfach gemacht habe. Na, voll gut, eigentlich. Ich freue mich sehr, dass wir es einfach so gut gemacht haben, meine Freunde. Ja, genau. Ich bin einfach nur glücklich, meine Freunde, dass wir es einfach so gut geschafft haben, jetzt hier bis jetzt einfach weiterzukommen. Feuerwirbel ist auf jeden Fall ganz nice und auf jeden Fall auch so ja, weitermachen, auf jeden Fall sehr gerne. Du. Sehr schön, das haben wir echt schön gemacht. Irrlicht, Feuerwirbel, ja, ich glaube, ich möchte, ich würde sagen, Feuerwirbel, das ist schon in Ordnung, das machen wir auf jeden Fall auch so. Und wir versuchen gerade die ganze Sache hier zu tauschen. Okay, ja, ich weiß, aber es ist halt scheiße. Besser halt nicht irgendwie, aber egal. Wir müssen halt da durch. Geh weiter, meine Freunde. Es geht fucking normal weiter, meine Freunde. Es wird so nice, ey. Es wird so nice. Oh mein Gott, ne, es wird auch so geil. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, ne, es wird so geil, meine Freunde. Ich nicht. Mach mal Bürde, mein Freund. Genau. Zack, zack. Lalalala. Guck mal da an, ey. Guck mal da an, ey. Zack, zack. Mach mal. Ach, weiß ich nicht. Also wie er gerade gesehen hat, hat er wohl. Also, er hat eine Wirkungslosigkeit gegen Geist. Aber habe ich ganz vergessen, ist er auch Typ normal. Ganz vergessen, meine Freund. Tut mir sehr leid. Dass ich mich gerade so dumm auch anstelle, einfach meine Freunde. Und Scheiß, ey. Oh, jetzt ist er besiegt. Sehr schön. Jetzt ist dieses Drecksvieh einfach besiegt. Das freue mich natürlich sehr, meine Freunde. Dass er einfach jetzt besiegt ist, jetzt werden wir mal ein bisschen mehr auch gekrönt haben. Und dass wir auch einmal mal ein bisschen mehr erlebt haben. Sehr gut, das freue mich so sehr. Ja, gut. Machen wir weiter, meine Freunde. So, jetzt geht's weiter, komm. ANC erreicht übrigens Level 25. Das freue mich aber sehr. Das ist sehr nice. So, jetzt. Yes. Aber ohne Scheiß, ich weiß nicht, warum sich so viele Leute beschweren, dass irgendwie das Ganze hier nicht so toll sein soll. Aber ich finde es einfach toll. Also ich finde diese Open World, die gefällt mir sehr, sehr gut. Die gefällt mir, die passt perfekt, die ist auch perfekt. Also ich finde die auf jeden Fall sehr nice, meine Freunde. Dass dieses normale Wolle, was ist das eigentlich für Pokémon eigentlich hier am Start? Das ist doch dieses Fisch-Pokémon oder was? Genau, glaube ich auch. Das ist dieses Fisch-Pokémon. Da hinten ist auch so ein Rücken.
Das kann Gengar sein. Nee, das kann Gengar. Das ist ein anderes Tier, das ist ein anderes Pokémon. So, wir haben jetzt hier übrigens noch Uferkraut. Wir haben jetzt übrigens noch Uferkraut bekommen. Das freut mich auch sehr, dass wir noch Uferkraut bekommen haben. Das soll irgendwie noch ein bisschen, ja, Speise irgendwie. Weil sie auch nicht andrehen. Also, sieht so ein bisschen danach aus. Ja, würde ich sagen, also ich würde auch sagen, meine Freunde, ich würde auch sagen, dass es ein bisschen danach aussieht. Okay, was ist das eigentlich für ein Viech hier? Das sieht aber auch ganz schön interessant aus. Aber ich würde sagen, so viel Pokémon muss ich mir eigentlich. Ich muss gar nicht so viel Pokémon auch eigentlich immer mehr so, ja. Weiß auch nicht, meine Freunde. Auf einmal fängt die Musik wieder an, ne? Ganz komisch. Hä? Egal, hier ist auf jeden Fall die DM. Guck mal hier. Hier ist die DM, meine Freunde. Oh mein Gott, wenn wir haben eine DM gefunden. Wir haben eine DM gefunden, meine Freunde, hier. Und die heißt DM39. Ach Gott, die Musik so gut. Ne? Ich liebe die Musik über alles übrigens. Die ist echt geil, die Musik da. Ne? Also die Hintergrundmusik, die ist einfach der Knaller. Der ist einfach der Knaller. Der Song. Wir haben jetzt übrigens die TM39 Fasane gefunden. Das freue ich auch sehr. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, die kann auf jeden Fall nicht schaden. Diese geile TM. Die kann auf keinen Fall schaden, meine Freunde. Die Musik wird leise. Aber egal. Also ohne Scheiß, ich liebe einfach diese Oberwelt. Ich weiß nicht, warum immer so viele Leute sagen. Die war scheiße so, aber ich find's einfach cool. Also mir ist sie einfach nur Geld wert, Gold wert. Und ich finde sie einfach total überzeugend. Also sie überzeugt mich einfach nur total. Und ich bin einfach nur hin und wieder, ich bin einfach nur verknallt in dieser coolen Oberwelt, weil die einfach mir immer so gut gefällt. Und ist das nicht die Vorentwicklung von diesem komischen Krebs, den wir gerade getroffen haben? Okay, das ist die Vorentwicklung von diesem Kleopatra, glaube ich. Genau, das ist die Vorentwicklung von dieser Kleopatra. Und das, was wir gerade gesehen haben, was wir davor gesehen haben, das war, glaube ich, die Vorentwicklung von diesem komischen Krebs, was am Anfang, also am, ja, relativ am Anfang des Partys noch hier in diesem Part noch gesehen haben, meine Freunde. Da habt ihr also ein großes Krebsvieh gesehen und ja, und da hinten, wo die Fährte ist, da hinten müsst ihr übrigens hin, meine Freunde. Das müsst ihr euch auch erstmal merken, da hinten müssen wir hin, meine Freunde. So muss es sein, genau, danke schön. Aus dem Pokémon-Nest zeigt ein klein wenig Energie auf. Du hältst 50 Watt, das freut mich sehr. So. Aber. Ohne Scheiß, es gefällt mir wirklich sehr gut hier. Und dieses Bendelby, kennt ihr Bendelby? Bendelby ist auch ein. Oh, Quartel gibt's auch hier. Quartel aus Pokémon Legends, genau. Das ist auch ein gutes Pokémon. Das kennt ihr auch noch zu Genüge, das Pokémon. Quartel. Das habe ich auch gemerkt bei diesen Namen, habe ich mir auch gemerkt, meine Freunde. Coolen Namen. Aber ist egal. Ich würde sagen, wir flüchten, meine Freunde. Reicht ja auch eigentlich jetzt so. Sehr gut. Das freut mich sehr. Brückental. Das ist der Brückental in die Naturzone. Oh, das ist aber echt geil. Ah, jetzt fängt die Musik wieder an, meine Freunde. Oh Gott, die Musik. Die ist mal geil. Die ist echt geil, meine Freunde. Die Musik. Okay. Wir müssen. Ich soll auch einfach jetzt mal hier über den Rasen laufen. Okay. Oh mein Gott. Was ist das für ein Pokémon eigentlich hier? Ich habe ganz schön viele Pokémon. Ich habe ganz schön viele Pokémon, würde ich sagen. Also eigentlich schon, habe ich eigentlich schon. Würde ich auch eigentlich behaupten, meine Freunde, dass ich eigentlich so viele Pokémon auch eigentlich habe. Ja, habe ich eigentlich schon. Und ja. Ich hätte Bock auf ein neues Pokémon vielleicht mal ein Team zu nehmen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ob es ein neues Teammate ist, aber ich würde sagen, dass wir einfach jetzt mal ein Pokémon rausschmeißen werden, dass wir jetzt schon lange ein Team haben. Ich würde sagen, wir schmeißen einfach jetzt mal unsere Tutors raus. Wir hatten das zwar schon lange gehabt, aber ich habe mir einfach gesagt, komm, ich schwöre einfach, ich tue raus. Aber jetzt habe ich es erstmal. Jetzt habe ich es erst raus. Jetzt habe ich es einfach erst rausgetan. Ich möchte nämlich gerne dieses Pokémon, also nicht im Team nehmen, aber halt erstmal so als heller Pokémon so haben. Das wäre echt geil. Sonnig, Schlammbad. Ich würde sagen, Aufbereitung. Das ist eine gute Attacke, oder? Ist das überhaupt eine Attacke? Aufbereitung? Ach, egal. Ich habe einfach jetzt mal Flug. Ich hab eben auf gut Glück gemacht. Es ist anscheinend wohl doch keine Attacke, oder nicht? Nee, es ist keine Attacke. Ach, egal. Okay. Dann mach wenigstens die Wolke. Weil ich muss ja diese Frau das schwächt. Und meine Freunde, das ist ein Kaktus. Ich habe früher, glaube ich, immer so eine Anime von Pokémon geguckt. Ich habe früher, glaube ich, ein Anime von Pokémon geguckt. Also so einen komischen Film von früher auf ZDF, glaube ich, kam da immer oder auf einer anderen Sendung. Der war schon irgendwie nice, aber ich glaube, jetzt sind die verboten, die Filme. Ich glaube nicht, ob die jetzt noch erlaubt sind, die Filme. Ich habe nur gehört, dass ich früher erlaubt waren die Pokémon-Filme, aber jetzt gibt es die gar nicht mehr im Fernsehen. Bin ich gerade komplett short oder bin ich gerade richtig im richtigen Stand? Ich habe nur gehört, dass man, ich habe nur verstanden, dass man irgendwie jetzt weniger Pokémon-Filme irgendwie auch irgendwie macht oder dass man irgendwie ganz viele oder dass man einfach weniger Pokémon einfach jetzt veröffentlicht in Fernsehen. Das habe ich einfach als eins gehört, aber ich habe auch irgendwie von einer besteuerten, ich glaube, es war auch eine Lügnerin, die hat mir einfach gesagt, es wäre einfach so, dass Pokémon gar nicht mehr läuft. Aber ich glaube nicht, ich weiß ja nicht, ob überhaupt noch Pokémon läuft im Fernsehen.
Aber ja, hier, wie ihr wisst, läuft der Pokémon noch auf YouTube. Auf YouTube bringt es ja noch jedes Schwein, weil Schwerin's Höhle ist noch draußen und so, und das ist auch gar nicht so. Machen wir bitte, wenn es okay ist. Dieses Gift Wolken, Quatsch da bitte. Dankeschön. Macht diese Giftwolke. Vielen Dank. Es geht weiter, meine Freunde, muss sein. Komm, mach schneller. So muss sein, meine Freunde. Ja, ist okay, vielen Dank. Zack, zack. Ja, geil, scheiße, oder? Also echt schon geil. Aber sie übertreiben ist, finde ich einfach. Aber ist egal, geht schon. Zack, 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 schon, zack. Ach, bitte nicht. Ach, Mann, ich will doch. Okay, dann halt nicht. Dann, ich kann da wohl nicht angreifen. Ich darf so wohl nicht mehr angreifen. Dann machen wir wenigstens einen Ball. Versuch sie zumindest mit dem Scheißball zu treffen. Yes! Und jetzt guck mal, wo du drin bleibst. Bitte bleib drin, bitte. Ich schwöre auf dein Leben, bitte bleib drin. Oh Gott, bitte, 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 bitte. Dann nächstes Mal wenigstens, okay? Dankeschön. Zack, zack. Egal. Ist okay, mein Freund, muss sein. Komm, bitte bleib drin, bitte, bitte bleib drin, mein Freund, vielen Dank. Du Schleimer, Arschloch, mit ganz Hosen gefolten, Brei, ey. Egal, komm. Bitte bleib ruhig, bitte bleib ruhig, mein Freund, alles gut, zack, zack. Der vergiftet einfach, du Drecks, komisches Pflanzenvieh. Ich finde dich irgendwie cool, deswegen will ich die auch einfach, ja, so als Helfer-Pokémon im Team nehmen. Deswegen will ich die auch einfach im Helfer Pokémon-Team oder auch einfach im Pokémon-Team einfach haben, meine Freunde. Komm jetzt her. Bleib stehen jetzt. Bleib stehen. Bleib drin. Und bleib drin und bleib drin, bleib drin. Yes. Es ist drin, du Lieben. Yes, 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 yes. Ich bin so froh, es ist drin geblieben, meine Freunde. Nach ungefähr, ja, 3 bis 2 Minuten. Ich habe auch gecuttet, meine Freunde. Jetzt nicht außerordentlich habe ich jetzt gecuttet, aber ich habe ja versucht, mich gut einfach anzutreiben, weil ich die ganzen gecuttet habe. Ist egal. Jetzt haben wir echt mal so ein cooles Pokémon gesammelt hier. Mit der Pflanze sein, genau. Pflanze, also nur ein Pflanzen-Typ, aber egal, zumindest haben wir einfach Pflanzen. Ein Pflanze-Pokémon. Das ist sehr nice. Und ich finde den Namen einfach gut, deswegen würde ich sagen, nicht den einfach weiterhin. Also ich würde ihn sehr gerne auch einfach mal Team nehmen. Und ich würde den Namen auch einfach weiter behalten, weil der Name auch echt mir schon irgendwie ganz gut gefällt, meine Freunde. Deswegen würde ich sagen, bleibt der Name auf jeden Fall auch am Start. Der Name wird auf jeden Fall auch am Start bleiben, genau. Unsere Südox, der wird endlich mal ausgetauscht, nach 5 Jahren gefühlt. Wird dieser komische Kerl mal ausgetauscht. Endlich wieder mal ausgetauscht, meine Freunde. Das denke ich mir auch einfach mal so, meine Freunde. Einfach mal so. Denke ich mir gerade, juhu, ist endlich aus. Obwohl mir der unsere Tüdox manchmal auch echt geholfen hat, aber jetzt habe ich einfach mal ein neues Pokémon bekommen und das brauche ich einfach sehr. Also es ist halt jetzt kein neues Teammitglied, aber es ist halt einfach mal so ein neues Helfer-Pokémon. Weil ihr müsst ja wissen, der unsere Tüdox, der war ja auch Helfer-Pokémon. Also meine, ich habe jetzt vier richtige Teamleader. Also ich habe jetzt glaube ich 4 richtige Teamleader. Das ist einmal der Evoli, der Staricard, der Waterfink und der Lichtenstein. Das sind alle meine 4 Helfer. Ne, das sind alle meine 4 Teamleader. Und die zwei, also Elzeep und Marakama, das sind einfach jetzt noch meine 2 Helfer. Also das sind halt einfach meine Teamhelfer, kann man sagen. Die helfen neben den 4 Pokémon noch mein Team, genau. Weil ich kann mich noch nicht entscheiden, welche 2 Pokémon und ich noch im Team werden, also im Team halt noch rein tun werde. Und jetzt sind wir hier in diesem Ort gekommen. Alle kommen und nicht. Oh cool, das ist auch ein cooles Pokémon. Hier ist dieses Viech hier. Das ist auch ein cooles Pokémon. Ja, auch mal ein Überlegenwert. Das war nicht so hohen vielleicht. Ja, so hätte ich auch Bock auf meine Freunde. Echt. Wäre echt nice, eigentlich so. Ach, die Musik ist schön, ne? Also die ist echt schön, die Musik. Sehr, sehr schön gemacht hat man es einfach hier. So eine tolle Entspannungsmusik hat man einfach am Start gemacht und schön Mühe hat man sich auch gegeben. Und es gibt auch dieses Frohbild, das ist auch aus der 7. Gen, glaube ich, jedenfalls, bin ich gerade bescheuert oder nicht, ich glaube nicht, ob ich bescheuert bin, das würde ich auch nicht sagen. Also glaube ich jedenfalls, dass es auch aus der 7. Gen kommt. Vielleicht auch. Zack, zack, oh, die Musik ist so geil, ne, die Musik ist einfach so gut, ne. Boah, ich liebe die so sehr, ne, die ist so der Vue, so gut, gut. Oh, schön, und auch die Atmosphäre ist einfach cool. Und da hinten gibt es nicht noch hier so cool Sand-Pokémon. Kann ja sein, dass es hier auch so cool Sand-Pokémon gibt, weil hier ist auch so eine Art Sandregion, muss man sagen, meine Freunde. Genau, da kann man auch sagen. Und wir sind bei Frubbel noch immer am Start. Sehr nice. Und so langsam würde ich auch mal den Part mal so lange, ja, so ein bisschen Story auch mal relevant auch mal machen. Weil wir sind auch eigentlich jetzt auf, ja, dem Weg einfach, ja, wir sind eigentlich auf dem Weg. Oh, Mulung ist auch am Start. Oh mein Gott, Mulung, wie geil bist du denn, ey? Wie alt bist du denn? Ich glaube, ich nehme mein Team, glaube ich. Komm, ich nehme mein Team. Komm, weiblich, 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 weiblich. Weiblich, wirklich jetzt. Es ist weiblich, meine Freunde. Es ist weiblich. Was zum Geier? Ich habe ein weibliches Mulung gefahren, meine Freunde. Ich weiß gar nicht, ob das weibliche Mulung noch eigentlich. Ist eigentlich jetzt Mulung noch selten in diesem Spiel, weil ich weiß ja, dass es. Ich will es ganz genau, was ich meine.
Genau, ihr wisst genau, was ich meine. Ich kann es auch nicht mehr sagen. Ich kann es nicht mehr genau aussprechen, aber ich kann nur sagen, das Pokémon Mulok ist einfach so selten gewesen in der 7. Gen. Da hat man nämlich immer 500 gefühlt nach so Mulok gesucht. Und dieses Pokémon habe ich einfach gefangen. WTF, ich muss es mir fangen. Ich muss es mir gefangen, meine haben. Ich muss es mir fangen, meine Freunde. Ich weiß noch nicht, ob ich es in Team haben werde, aber ich kann ja mal drüber überlegen, meine Freunde. Komm jetzt. Mal, hör du Mulung, komm du Arte, komm her, Mulung, bleib stehen, bleib drin, mein Team, bitte, 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 oh Gott, bitte nicht. Bin nicht auf Flüchten, bin nicht flüchten. Aber er sieht einfach so geil aus, ne, dieser geile Typ, ey. Er sieht einfach so sexy aus. Und ich hätte mir einfach immer gewünscht, dieses Pokémon ins Team zu nehmen. In der 7. Generation, ich hab immer gedacht, oh nein, ich hätte mal so Bock auf Mulung, aber nee. Mir war das immer so wie wert. Also mir war es eigentlich immer so anstrengend, immer dieses Viech immer aufzusammeln. Ich war meistens so faul für dieses Viech, immer mich einzusetzen. In Anführungsstrichen, ich war faul. Ich war faul, meine Freunde. Und jetzt habe ich hoffentlich auch verdient, hier dieses Pokémon mal ein Team zu nehmen, meine Freunde. Wäre echt gar nicht. Bitte komm mal her. Bitte komm einfach erstmal her. Auch bitte nicht. Wir sterben, ey. Och man, ich bleibe nur dieses Viech fange, ey. Bitte gleich, meine Freunde. Also es reicht mir eigentlich nur, dass ich einfach jetzt dieses Pokémon oder dieses Tier einfach fange. Mehr muss ich auch gar nicht machen, meine Freunde. Deswegen, ich muss eigentlich keine Sorgen machen. Also okay. Das muss sein. So, und ich würde mich echt freuen, wenn du mal dieses Viech fängst. Was denn für ein Pokéball? Ich würde sagen, mach mal Fensterball, wenn es okay ist. Fensterball. Würde vielleicht auch mal funktionieren, meine Freunde. Komm, bleib drin, bleib drin. Ach, du bist ein Drecksherr. Und der macht einfach Glut mit mir. Alter, das ist echt ein Arschloch, ne? So ein Dreck noch verbrennen. Ich raste aus, Leute, ne? Es ist doch nicht wahr, wie er mich einfach behandelt, ne? Dieses Dreckskerl. Jetzt bleibt er mal gefällt immer. Dann hier. Was war das gerade für eine Störung? Ach, egal. Mach mal, Zielschlag. Bitte schön, zack. Zack, zack. Och, halt die Fresse, ey. Du bist echt ein Dreckskerl, Alter. Wisst ihr was, meine Freunde? Ich werde bei Pokémon heilen. Ich werde bei Charizard heilen, meine Freunde. Ich mache mir keine Sorgen. Bis gleich, meine Freunde. Ja, ich würde sagen, mein cooles Charizard. Charizard. Ich habe es richtig ausgesprochen. Na, habe ich auf jeden Fall sehr gut gehört. Das hoffe ich sehr. Ich würde es sehr gerne heilen. Ich würde es sehr gerne heilen, meine Freunde. So muss es sein. Zack, zack. Genau, so muss es sein. Zack, zack. Alter, und es ist besiegt worden, ne? Mein Leben ist so anstrengend, weil ich es nicht schaffen kann, dieses Vieh zu finden. Bis gleich. Oh, come on, bitte mal. Bleib mal bitte eben drin. Dankeschön. Dann machen wir nächstes eine gute. Genau, Feuerfänger ist gut. Das ist gut. Das ist gut für mich. Bitte mach mal Bürde eine Runde. Genau, Bürde, Bürde, Bürde. Dass du ein bisschen hier verreckst. Spaß, aber ich muss sie irgendwie fangen, weil ich einfach. Ich will sie einfach fangen. Verstehst du das denn nicht? Ich möchte dich einfach fangen. Ich will dich einfach fangen. Mein lieber Mulung. Und deswegen will ich dir auch einfach, du bist mal im Ball drin bleibst und nicht mal so erwischt. Vielleicht. Ein Dreckskerl, der pusht dich noch wegen seiner ganzen Familien, ja, Verdientheit. Du Dreckskerl einfach. Jetzt reiß mir hier, du Dreckskerl. Komm her jetzt. Yes, 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 jetzt aber. Bitte, jetzt greife ich ihn mit an. Bitte, dankeschön. Und. Fress. Ja, ich muss euch leider enttäuschen, ich hab dieses Drecksvieh nicht fangen können. Es tut mir so leid, meine Freunde. Es tut mir so leid. Komm, weiblich, sei bitte weiblich, bitte. Sei weiblich. Wenn nicht, dann habe ich echt ein bisschen Pech. Ach, bitte, weil. Sei auch einfach weiblich. Bitte, sei weiblich. Ja, es ist weiblich. Okay, ich hab Glück gehabt. Okay, shit, ey. Okay, jetzt letzte Chance, meine Freunde. Jetzt letzte Chance. Fang dieses Drecks-Pokémon an. Dann raste ich aus, meine Freunde. Dann raste ich aus. Dann raste ich aus. War ja so klar, mein Freund. Aber dieses Viech ist einfach so anstrengend. Und ich glaube, irgendwie, ich habe das Gefühl, dass das Mulok nicht mehr so selten ist in diesem Spiel, weil ich habe ja gerade zweimal. Ich habe ja gerade zweimal nacheinander ein Mulok fangen können im Geschlecht weiblich. Deswegen, weil früher war halt Mulok immer sehr selten, wenn es weiblich wäre. In der 7. Generation war es zumindest so, meine Freunde. Ach, egal. Ach, das ist ein Drecks, ey. Das ist einfach so scheiße schwer, wenn meine Freunde dieses Viech zu fangen. Ich bleib mal bitte mal ein bisschen entspannt drauf. Du komisches Viech, ey. Jetzt komm mal bitte her. Dieses Viech ist einfach so schwer, ne? Bitte bleib doch einfach mal irgendwie drin. Meine Fresse, ey. Bitte bleib drin, meine Freunde, ey. Komm. Komm bitte. Bleib doch einfach zahn. Bist du bescheuert? Das darf doch nicht wahr sein, oder? Es ist so ein scheiß schweres Viech zu besiegen, ne? Es ist so schwer zu besiegen, ne? Jetzt habe ich das Gefühl, dass es nicht ist. Ja, ich weiß. Och, bitte, bleib doch einfach jetzt mal bei mir, du komisches Vieh, ey, bitte, ohne Scheiß. Zack, zack, zack. Er macht einfach einnächen, dieses Vieh, hat mich gerade gesehen, er wollte einfach gerade einnächen machen. Wie eklig ist er, dieser? Wie eklig? Ja, ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben, ey, bitte. Mein Leben ist so scheiße gerade, meine Freunde. Mein Leben ist gerade einfach so scheiße, meine Freunde. Ich werde dieses Vieh nicht besiegen können. Mein Leben ist einfach scheiße, schau.